Obwohl die Qualität der Kitas in Deutschland gestiegen ist, gibt es sowohl zwischen als auch innerhalb der Bundesländer enorme Unterschiede. Somit entscheidet der Wohnort maßgeblich über die frühen Bildungschancen von Kindern. Das ist ungerecht. So betreut zum Beispiel eine Fachkraft in Baden-Württemberg 3 Kinder in einer Krippengruppe. In Kindergärten ist eine Fachkraft für 7 Kinder verantwortlich. Das ist kindgerecht und entspricht den von der Bertelsmann Stiftung empfohlenen Personalschlüsseln. In Sachsen hingegen muss eine Fachkraft doppelt so viele Krippenkinder betreuen. In Mecklenburg-Vorpommern sind es in Kindergärten 14 Kinder, 7 mehr als pädagogisch sinnvoll ist. Doch auch innerhalb der einzelnen Bundesländer sind die Unterschiede zwischen den Kreisen beim Personalschlüssel erheblich. In einigen Gebieten Brandenburgs kommen knapp 3-mal so viele Krippenkinder auf eine Fachkraft wie in bestimmten Kreisen Bayerns. Jedes Kind muss aber faire Bildungschancen erhalten, unabhängig vom Wohnort. Deshalb werden bundesweit einheitliche Standards gebraucht, die die Qualität der Kindertagesbetreuung sichern. Das funktioniert nur mit mehr Kita-Personal. Für einen kindgerechten Personalschlüssel fehlen bundesweit zusätzlich 107.200 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte. Das würde jährlich 4,9 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Ohne einen gemeinsamen Kraftakt von Bund, Ländern, Kommunen, Trägern und auch Eltern ist dieser Qualitätsausbau nicht zu schaffen.